Na dann gucken wir doch mal, was so ein kleiner Toad hier in den Fungusminen, was alles so erreichen kann. Leute, willkommen zurück. Hey, Mann. Na, da musst du jetzt... Wow. Oh, ich wollte noch gar nicht hier runter. Wups. Was ist denn los, Kollege? Hey. Seht nur. Ach, ist ja unser Begleiter, stimmt ja. Oh Mann, meine Freunde sind hier runtergestiegen und ich komme ja nicht weiter. Ich glaube, dass sie sich im tiefsten Teil befinden, jenseits der drei Ruinen. Der Weg hindurch ist versperrt. Die drei Ruinen? Oh, und wenn man erst einmal dort unten ist, verirrt man sich leicht. Daher werde ich dich begleiten, um sicherzugehen, dass du nicht verloren gehst, ja? Okay, ich muss einfach ein paar neue Quests machen. Fangen wir an mit Obacht vor dem Baumelgifttümpel. Au je. Baumelgifttümpel? Ey, diese Wörter immer, ne? Egal. So, Schwierigkeitsgrad schon für 3, da lache ich doch drüber. Oh, steigt das hier hoch? Was zum... Ich guck einfach so. Ehrlich. Oh, scheiße, ich dachte, ich finde es übelst geile Geheimgänge, aber anscheinend nicht. Ui, aber ich krieg Geld. So, so, da kann ich mir ranhängen. Zack. Oh, stopp. Hallo. Hallo, was ist denn für eine komische Suppe hier? Ja, au, hier ist du. Ah, okay, so wäre ich denn. So wäre ich da hochgekommen. Okay, ja, muss man ein bisschen gucken. Eine schräge Wände, darf ich hochfahren? Aber nicht halt. Uff. So richtig krasse Wände. Was du? Wow. Boah, musst auch schon aufpassen, ey. Di-di-di-di-di. Oh, kann ich die ganze. Oh, shit, ich wollte gerade fragen, kann ich die ganze Decke da langfahren? Oh, ich kann mich. Okay, ich kann die richtig als. Aua, das war fies. Als quasi Liane benutzen. Oh. Stup. Als quasi Liane. Okay, da muss ich genau aufpassen. Oh, hallo. Au, je. So, warte mal. Wie? Okay, der droppt. Oh, okay. Hups. Bin ich ganz allein? Oh, ich bin hier ganz allein. Oh, guck mal, der Pilz im Hintergrund. Richtig so ganz groß und am Tropfen. Ja, ekelhaft. Oh, war das die erste Münze? Ich war... Das war schon die zweite Münze. Okay, ich muss nochmal gucken, Leute. Das geht so nicht. Zweite Münze? Nee. Ich finde doch bestimmt welche lang Kruse, oder? Ja, wollo. So. Münze Nummer 1. Au, au, ha. Kann ich hier rein? Nee, aber ich zieh mal kurz ab. So. Muss man sich echt ein bisschen dran gewöhnen, dass man halt... Dass man nicht einfach runterfällt, sondern dass Toad echt immer so einen Satz nach oben macht, wenn er sich daran hängt. Kann einen so ein bisschen die Muscle Memory vernichten, so. Stup. So. Okay, und Checkpoint. Boinks, boinks. Yeah, geiler Stachelpilz. Hat ihn einfach umgebracht. Wow. Hui. Oh, cool. Ich soll jetzt aber nicht hier komplett hier runter, oder? Warte, kannst du irgendwas mitmachen? Du Spinner? Warte mal. Oh nein! Oh, ich wollte auffangen, dass er mal hier irgendwie so lang fährt. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, jetzt einfach einen Ground Pound zu machen, dann bin ich doch tot. Oder wenn ich dann echt durchfalle. Das sieht also ein bisschen komisch aus, die Dinger, weil die ja dann so Super Mario Brothers, Super Mario World mäßig da diese... noch zwei. Oh. Flipsi. Yeah. Ach, guck mal. Ich wollte gerade sagen, dass die Plattformen sich ja dann so durchdrehend sind und deswegen ich... Zeit für ein... Was kann man als Elefant? Sprühen, Bauchklatscher auf Bälle laufen. Sprühen. Ist ja witzig, ey. Das echt man überhaupt nicht. Welches Abzeichen hast du angelegt? Sprungfeder, Unsichtbarkeit, Fallschirmmütze. Au, je, ein richtig großes Häkchen. Die Mucke, ey. Was passiert, wenn man X drückt? Ein Gruß? Wusste ich gar nicht. Dann kann man grüßen auf X? Ich habe noch nie den X-Knopf ausprobiert. Ich bin doch doof. Nee. Au, je, wundersam erhalten. Also lernt man im Gameplay selber noch irgendwelche Sachen. Warum habe ich noch nie X gedrückt? Ich hätte echt so... Ach, guck mal hier. Kann ich irgendwas machen? So? Nee. Nö. Und Mucke? Der muss doch irgendwas machen. Okay, das sind natürlich nur Online-Sachen, ne? Aber im Fragezeichen, ich check nichts. Okay, das lasse ich jetzt immer. Um so richtig schön denn meine Unwissenheit deutlich zu machen. Boinks. Ja, boinks, boinks. Boinks. Ach so, deswegen ist das hier, weil, ja, guck mal, die Dinger halt echt die Teile hier kaputt machen. Oh, shit. Warte mal, warte.
Au je. Jetzt komm her, du alte Sau. Knacks. Knacks. Ja, sei vorsichtig da vorne. Oh, Alter. Knacks. Je. Yeah. Hupsa. Knacks. Woo. Upsa. Oh. Oh, zum Glück sind die hier zwei eben nicht. Schön zweifach Ebene. Okay, komm nur einfach abhauen. Jetzt die Schild hier einfach. Alter, einfach ihr killt. Oh shit, ey. Okay, richtig schön groß, aber ich muss doch. Ich muss doch gucken, was ich hier kriege. Okay, warte, ich bin bestimmt im Weg so. Oh, der war jetzt voll im Versehen. Da wollte ich gar nicht rein. Der war jetzt voll im Versehen. Ein cooles Versehen. Oh shit, warte, jetzt muss ich aufpassen hier. Also, ja, wir müssen schon hier rumgleiten. Mein Hut hat ihn kaputt gehauen. Aber egal, es hat geklappt. Okay, eine fiese Röhre, da wäre ich jetzt echt... Ich hab ja nicht dahin geguckt. Ich wollte eigentlich schnell hier hochspringen, um halt die mich nochmal festzuhalten. Das war mein Ziel. Aber okay, gut. Perfekt, Leute. Geil. Manchmal muss doch der Zufall einem einfach zur Hilfe kommen. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. So, du Spinner. Knacks. Oh. Okay, jetzt bin ich natürlich ein bisschen sauer, weil da ging es da oben jetzt noch weiter. Oder war es einfach nur nochmal eine Vereinfachung, dass ich mich durch die Decke hätte bohren können, um dann auch den goldenen Flagpole zu kriegen. Ja, alles klar, alles klar. Ja. Ich glaube, das ist alles cool. Soll 100% sein. Also einfach mal so ein Quiz. Zeit für ein Quiz. So, ich schau mal ganz schnell. Oh. Oh, einfach schnell auf Pause. War das Level? Es ist complete, Leute. Es ist complete. Sehr schön. Einfach schnell auf Pause. Piranha Musikraum. Jetzt wird wieder Mucke gemacht. Und ja, diesmal töte ich sie nicht, wenn sie so schön singen. Da waren die Leute gleich am Anfang des Let's Plays richtig wütend. Natürlich sie doch. Oh yeah. Kann ich den echt nur mit Wandsprung machen? Oh Mann. Ich bin ja doof, ich kann doch mal nicht. Ah, ich kann doch die Musikblöcke selber benutzen. Ach man, ey, Mario, ey, die ganze Musik, ne, was das in einem wieder auslöst, das sind alle so schöne Erinnerungen. Ach man, genau wie diese schönen Erinnerungsfotos immer. Verschnaupause, geil. So, ich bin aber echt gespannt, was ist denn für ein komisches Geisterhaus da? Hä, Geisterhaus, hä? Ich check hier gar nichts mehr. Ja, das ist bestimmt mega mit Geheimgängen, aber erstmal alles hier machen. Oh, okay, hier muss ich ganz schnell erstmal Level freispielen. Hä? Oh, ich hab wieder. Mann, ich wollte ein Fragezeichen nehmen. So, vielleicht kriegt damit das Level freispielt. So, also düster Materie. Berühren verboten. Wenn ich jetzt irgendwas anfasse, Leute, bin ich tot. Mit der Sprungfeder hüpfst du permanent weiter. Oh, oh. Ja, okay. Ist gar nicht so richtig ersichtlich, wie die sich da lang bewegen wird. Na, wir gucken mal. Flup, 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 flup. Oh, 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 ein geiler Effekt, ey. Ob ich da oben wohin kann? Das ist natürlich die Frage, Leute. Sind das Instant Kill? Ist das Instant Kill oder vielleicht auch nicht? Nein, ich brauche noch ein bisschen mehr, verdammt. Ey, sag ich das jetzt. Hoffentlich war das nicht die erste Münze. Oh, was zum. Ah, nee, oh, ach so, die haben. Der hat darauf hingewiesen, wo hier Secrets sind. Das ist ja witzig. So, okay, warte, wenn der hier schön leer ist. Los! Okay, gut. Nee, er kann dadurch nicht aufgefressen werden. Okay. Hätte sein können, dass er alles, was da reingeht, dann verschwindet. Auch der Panzer des Koopas. Einmal ein bisschen Sorge mache ich mir schon wieder mit den ganzen Blümchen hier und. Wo sollen denn hier Münzen sein? Oh, da ist eine. Da ist eine Münze. Aber es sind doch die coole, die wir brauchen. Die erste. Geil. Was zum. Hier geht's nicht rein. Na gut, Danny. Oh, geil. Yeah. Oh, shit. Da kamen die mir leider ein bisschen zuvor. Ein geheimer Block hier. Nö. Okay, bisher ist es aber so, dass die nicht auf mich gezielt es abgesehen hat. Ich hab Angst, Mann. Was macht der da oben? Okay, warte, ich muss ja ein Ziel. Cool! Nicht so cool. Ich muss ja ein Ziel draufballern.
Mensch, tot! Au je. Und da geht's schön nach oben. Wum, ja, ich komme. Da hat er Angst, wisst ihr. So, was haben wir denn hier, Kumpel? Ja, gar nichts. Wo kommst du denn her? Tja. Schön, dass du da bist. Ich habe Angst, wenn ich allein bin. Bleib bei mir. Yeah, Münze Nummer 2. Kann ich bei dir bleiben? Tschüss. Voll hart. Lass mich nicht allein. Oh, lass mich nicht allein. Doch, bumm. Ich habe meine Aufgabe zu erfüllen. Dass man hier so viele Blümchen rausholt. Wandmünze Nummer 3 schon in der Geil. Ja, geil. So, was ist jetzt hier? Wie komme ich da nicht hoch da? Komme ich da hoch? Nee, das sieht nicht so aus, als würde es sich bewegen. Und da ist auch noch irgendwas. Oh, okay, alles klar. Let's go. Das wollte ich nicht verpassen. Oh, shit. Alles klar, düm, düm, düm. Einfach ein bisschen hier kann man das schön betäuben. Ey, busch. Alles klar, kein Problem, ey. Schatten Mario, was soll der machen? Boom, yeah. Aber da kann man die schön hochholen. Zack, ey. Wo ist der überhaupt? Oh, yeah. Voll verwirrt, komm her. Das ist Luigi. Das ist nicht Luigi. Okay, ich kann ihn nicht töten, ich kann ihn nur blocken. Alter, warum riecht der ausrasten, ey? Yeah! Ich muss noch einsammeln. Einfach ein bisschen Partyboom. Alter, hier. Alter, wie richtig heftig. So, au, oh, yeah! Au, oh, nice! Oder au, oh, rein! Cool! Warte, oh, ist das hier alles verschwunden? Dann kann ich ja noch ein bisschen hier nachgucken, weil hier war noch ein bisschen mehr. Achso, das war einfach nur die ganze Zeit die Arena, in der man halt nicht rein sollte. Ja, okay, gut. Ja, genau, hier sind wir. Alles klar. Ich glaube, wir haben hier alles, ne? Tötet doch wieder. Ey, das war doch wieder eins der leichtesten Level, Leute. Aber das ist einfach trotzdem ein schönes Spiel. Und weg bin ich. So, okay, ich muss aber die Röhre muss jetzt aber irgendwie noch nach oben kommen. Wie mache ich denn das jetzt? Wir haben bisher mal so Blumen hier gehauen. Aha. Alter, wie fies versteckt, ey. Okay, aber es ging. Yeah. Also, versteckt war angemessen. Da hat man richtig gesehen, da fehlt ein Stückchen in der Wand. So. Danke, Mann. Yay. Ding, bam. Bye, bye. Die kleinen Toads mit ihren kleinen Füßen. So, dunkle Materiewelt war geil. Abgeschlossen. So, gleich nächstes Level hier öffnen? Ja. Noch eine Faschnaufpause. Kriegen wir auch noch hin. Verdreht. Wer ist verdreht? Icke? Oder das Level? Mario arbeitet zusammen mit seinem kleinen Bruder Luigi als Klempner. Okay, der Beruf ist immer noch Kanon. Okay, Und immer so ausrastet, ey. So, ich muss natürlich gucken erstmal. Was kann ich denn hier ohne. Also dreht sie von alleine. Oh! Ups. Hey, geil! Und easy. Okay, also einmal drücken und es dreht sich von allein die ganze Zeit. Okay. Tschüss, Kumpel! Oh, nice! Also hier man diese kleinen Verschnaufpausen geben und dann ein bisschen zu schnell vorbei, ne? Richtig leichte Level. Okay, abgeschlossen. 10 Stück haben wir schon. So. Dann mache ich jetzt mal das Spooky-Haus noch, oder? Und das hat da bestimmt irgendwie. Ja, vielleicht einfach nur 2 Ausgänge, aber Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Ah, da kann ich mir nicht vorstellen. Da wird einen richtigen Geheimgang noch irgendwie haben. Mal schauen. Halt alle Buhu-Schlösser haben irgendwie sowas. Oh. Letzter. Was zum. Okay, gruselig. Oh, mit Lichtern und Lampen. Okay, das wird natürlich interessant. Aber das nur, dass ich nicht sehe, ne? Der Boden bleibt hoffentlich. Aber bleibt der Boden? Nee, der Boden ist ja noch weg. Okay. Ja, kommt mal schön ins Licht, Leute. Kommt mal schön ins Licht. Knacks. Voll gekillt.
Aber da muss man bestimmt irgendwie wieder... Da kann ich doch mal zurückgehen. Nein, kann ich nicht. Wenn ihr immer verarscht wird, der kommt mal her, kleinen Bus, kommt mal her und stirbt. Hey, das ist die Münze. Oh, okay, die ist richtig weit nach oben. Okay, alles klar, krieg aber hin. So, kommt mal ins Licht. Oh, kommt der einfach, fliegt einfach so hoch in der Trottel? Oh, er fliegt einfach ins Licht, Leute. Was soll man dazu sagen? Wow! Einfach eine Gegnertür und... Oh, guck mal, im Hintergrund. Da ist die Münze, aber warte mal, warum sind hier so viele Türen? Alles verarsche, Leute, alles verarsche. Okay. Wie richtig mit so einem Schreckergeist hier? Okay, es war sogar die richtige Tür. Okay, muss ich erstmal schnell... Warte, stopp! Au, je... Ich weiß natürlich nicht, ob hier irgendwie... Ja, doch, etwas dunkel ist. Boings. So, puff, ausgelöscht. Ja, hier kann ich noch ein bisschen runtergucken. Oh, shit. Halt, warte. Hups. Got it, the second coin. So, gut. Oh, ja, da durst. So, nicht, dass der jetzt gleich wiederkommt hier. So, Tür ist fake. Fake. Alles Fake-Türen. Ja, Checkpoint. So, mit zwei Dingern. Ja. Warum sind die alle so doof? Wow, wow, wow. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube nix. Was zum... Achso, hier ist eine Wand. Ich dachte gerade schon, ey, kann ich weiterlaufen? Ist das eine Cutscene, die startet? Nee. Hui. Oh, okay. Oh. Hat schon ein bisschen Angst, dass hier irgendwo doch irgendwie ein Abgrund einfach ist. Hups. Wollen wir die Treppe hier hoch? Okay, das ist alles merkwürdig. Tod der Geist. So, komm, ich schaff schon, mich richtig hier überall umzugucken. Und eventuelle Geheimnisse zu finden. Aber das hier auch schon wieder ein bisschen merkwürdig aussieht. Wartet mal. Ja, so die Gänge hier irgendwie so, ne? Man weiß ja immer nicht, wo man hier irgendwie rein kann oder so, was sich hinter der Wand versteckt und so. Das macht Spaß! Du mein Geistermann, du Spinner! So. Okay, es ist ja. Hier ist aber jetzt wirklich Abgrund, ne? Hier geht's jetzt erstmal nicht weiter. Fall ich runter, bin ich einfach tot, Leute. Den. Natürlich nur die andere mit so noch. Ich will erstmal ein bisschen Geister killen. Au je, alle Münzen. Wow, das ist schon mal geil. Hups. Hups. Flup, flup, flup. Okay, da fällt jetzt Geld runter. Vielleicht sollte ich noch weiter rüberfliegen. Vielleicht sind die Geheimnisse nochmal richtig schön. Ich habe immer Angst, wenn ich jetzt durch eine Tür gehe, ist immer so, das ist der Point of No Return. Dann kommt man halt nicht mehr zurück, ne? Deswegen schätze ich mal, dass wenn ich jetzt da durchgehe, ist das der normale Ausgang. Ne, ich kann aber vielleicht, wenn ich auch Licht anmache. Okay, was soll's? Alter, einfach rübergejumpt. Oh ne, okay, ist mit Checkpoint. Der könnte ich ja, warte mal, wenn ich jetzt Checkpoint habe. Da oben geht's irgendwo, dann geht doch nochmal durch die Tür. Kann ja auch einfach, das ist einfach eine Fake-Tür, ne? Nein, ist es nicht. Okay, es scheint der Ausgang zu sein. Ja, okay, dann mache ich erstmal den normalen Ausgang, ne? Ist doch kein Problem. Oh nein, jetzt bin ich hier runtergefallen, so jetzt doof. Aber das ist ja kein Ding. Wir haben ja unsere coole Mütze. Ja. Ey. So. Hoppala. Erstmal die Münzen saven. Und den normalen Ausgang saven müssen wir ja trotzdem mitnehmen, ne? Ach man, ey, das war ja so geil. Yeah. Bam. Festtagsbeleuchtung. So, dann gleich normal rein. Jetzt ein bisschen waschen, Leute. Richtig durchwaschen. Also, wieder über alles rüberfliegen. Und dann noch den nächsten Geheimgang machen. Ja. Okidoki. Aber wo soll der hinführen? Ich meine, ich habe jetzt nichts anderes gesehen, was irgendwie noch... Also noch ein verstecktes Level oder so. Aber wie es vielleicht entdeckt, ändert sich auch einfach das ganze Layout nochmal. Oder einfach eine Röhre erscheint. Also ich finde es echt cool, dass man das nicht so wissen kann. So, lass mich mal kurz mal vorbei hier, Leute. Lass mich doch mal vorbei. Ey, da ist wirklich der Abgrund. Verdammt, ey. So, jetzt... Das ist wieder der Schreck-Hoshi. Ja, der macht mir keine Angst mehr. Ui.
Wenn man so durchrennt, wie kurz die Level sind, oder? Renn jetzt einfach durch. Oh, shit. So sagt er. Also, er rennt einfach durch. Ja, ja, ja. Man merkt's. So, hey. Achso, die Blume sorgt dafür, dass das Ding hier so nach oben geht. Hups. Das macht Spaß. Das macht Spaß, Alter. Wow, ich bin von der gestorben, Alter. Hoppala, hopp, scram. Und kein Problem. So, dann mal gucken. Ah, der Checkpoint natürlich. Jetzt kommt schon wieder so eine irgendeine geile Quest. Wo kommen wir denn jetzt hin? Das. Hä? Oh. Blume, komm her! Mann, das ist so cool, ey. Ta-la-la-la. Kaffee, ich sterb hier nicht. Oh yeah. Oh yeah. Ich muss noch mal kurz gucken, wie er lacht, wie er guckt. Ja, ich glaube, doch Secret-Ausgang dann nicht. War das gruselig? War eigentlich mega witzig. Nee, jetzt komme ich hier einfach aus der Tür raus und hab den normalen Eingang, ne? Okay, dann. Ein Blick auf das Häkchen, ne, wird wieder alles klären. Also ein Blick in das Level. Hat es ein Häkchen, ja oder nein? Das wäre aber ein bisschen cool, oder wäre das vielleicht doch kein Schluss? Das war so cool. Bam, bam, bam. Ja, ich merke auch gerade, hätte ich auch die von vornherein gleich machen können. Aber wie gesagt, ich war jetzt vom Buchschloss ausgehend, habe ich jetzt gedacht, von wegen, ja, okay, das hat bestimmt einen anderen Ausgang oder so. Deswegen wollte ich erstmal den normalen Ausgang machen. Und es ist tatsächlich komplett, das Level. Okay. Okay. Ja, dann ist alles okay. Leute, ich hoffe, es ist okay, dass ich so oft okay hintereinander sage in einem Satz. Okay, beim nächsten Mal machen wir hier weiter, gehen runter. Und der kleine, freundliche Poplin wird uns helfen, seine Kollegen zu finden. Und das große Königssaat-Ding. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.